Ja, ich tatsächlich, ich spiele auch lieber 1404, aber auch Nostalgie-mäßig. Da habe ich auch eine Bindung zu Anno 1800, habe ich noch so eigentlich so gar nichts. Spiel gespeichert. So. Milch. Nächste wäre Parfüm. Und da hatten wir ja eigentlich im letzten Stream einfach nur ein bisschen angefangen. Hallo Niki, grüß dich. Schau dir jeden Abend deine Let's Plays zum Einschlafen. Das ist, ich könnte weinen. Das höre ich so oft. Mich schauen die Leute immer nur zum Einschlafen. Wahrscheinlich, weil ich so eine Schlaftablette bin. Ich weiß auch nicht. Aber ich weiß natürlich auch, dass du das ganz nett gemeint hast und überhaupt nicht negativ oder so. Aber es ist schon ein bisschen strange. Okay. Ich nehme es als Kompliment. Ich alte Schlaftablette. Oh. Apropos Schlafen, ich bin total müde. Also richtig am Sack. 12 Stunden am Tag arbeiten ist einfach, das geht schon mal, aber wenn man es dann so wie ich jetzt 2 Tage hintereinander, das ist schon grenzwertig. Vor allem, wenn man dann noch abends so voll locker gechillt von Stream treten möchte und noch Ein gutes Geschäft. sowas wie Anno spielt. Ja, aber sag mal, Niki, was guckst du? Siedler 4, ne? Let's Plays. Let's Play technisch. Sonst nix, oder? Wie alle anderen. Oder? Anno? Übrigens, wir sind auch dabei, ne? Das nächste Anno 1800 Community Event steht auch in den Startlöchern. Wir hätten. Siedler 4 und Anno. Nice. Wir haben noch 3 Startplätze für das nächste Anno 1800 Community Event. Wenn jemand Bock hat und hier gerade zuguckt, wir spielen dieses Mal dann ein 8 gegen 8. Also wieder mit 16 Spielern Anno 1800. 3 freie Plätze haben wir noch. Da jetzt ja Siedler verschoben wurde heute, können wir da eigentlich auch relativ zügig starten bald. Ihre Wasservorräte werden knapp. Srenny, es gibt tatsächlich auch ein Siedler 3 Let's Play von mir. Schon ein bisschen älter, aber auch das habe ich mir gegeben. Gegönnt habe ich es mir. Wegen Dungeon Keeper 2. Oh, das kann ich auch empfehlen, Dungeon Keeper 2. Leider alles durchgezockt, was es gibt bei Dungeon Keeper. Dungeon Keeper, absolutes Ehrenspiel. Noch so ein Grund, warum ich EA, also Electronic Arts, hasse wie die Pest, ne? Weil die Marke gekillt haben. Ungefähr so wie Ubisoft die Siedler? Fragezeichen. Ah, hab ich nicht. Okay, alle verbaut. So. Dann geht's euch doch eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir noch mal, was brauchen wir? Wahrscheinlich Mosaik, den ich gerade verbaut habe, eh klar. Kriegen wir doch noch ein Rosenfeld hin. Zwölf Mosaik, natürlich. Natürlich! Erg. Sorry, auch wenn ich mich jetzt auf die Knochen blamier, aber was ist denn ein LPT? Let's Play. T. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Ach so.
Wie in Siedler 3? Gibt's da Koop-Zeug? Nee, gibt's nicht, oder? Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ja, wir hatten doch erst das Community-Event in Siedler 3. War echt ganz nice. Aber ich habe mich ja von dem ganzen Multiplayer-Zeugs halt echt so ein bisschen zurückgezogen in letzter Zeit. In Siedler 4 komme ich überhaupt nicht mehr mit, ne? Da tut sich zu viel. Viele von uns sind da habe ich aber auch keinen Nerv dafür, ehrlich gesagt. Aber das spielen wir jetzt dann trotzdem mal wieder. Und dann war ja der volle Fokus auf, wie blöde Siedler-News zu produzieren. Und das ist ja auch nicht mal eben gemacht. Da steckt viel Arbeit drin, dafür, dass ich auch immer auf den Sack krieg wegen dem wegen den Folgen. Ich kann ja nichts dafür, dass das Spiel scheiße ist. Ach ja. Jetzt habe ich echt den ganzen Mosaik verbraten. Ja gut, komm mal hier. So, es müsste ja jetzt hier mittlerweile sich Quarz ansammeln. Genau, das heißt, ihr könnt jetzt wie die Gestörten hier wiederum Brillen produzieren. Lager füllt sich, genau. Und dann dürfte es hier... Habe ich die Steuern noch oben? Nee, ich möchte, dass sie einzieht. Dürfte es luxusgütertechnisch... Ist besser geworden, aber nicht super. Ziehen Adelige ein. Wollt ihr euch etwas Anerkennung verdienen? Ja, doch, das steigt. Bitte den folgenden, eskortieren Sie ein Schiff. Ja, komm. Wo? Hallo Agent. Neuen Tweet schon gelesen? Klar. Macht euch mal auf die Siedler-News am Sonntag gefasst. Es sind aber keine Siedler-News, muss ich dazu sagen, aber es ist halt Thematik Siedler, weil ich in diesem Video am Sonntag, das geht auch ein bisschen länger, das heißt ein bisschen länger, knapp 10 Minuten, glaube ich, die Siedler in der Endversion von 2020 vor dem Cut mit der aktuellen Siedler 2022 Version, die jetzt ja auch wieder hinfällig ist, aber egal für das Video. Einfach mal Vergleich in der Hinsicht, wie viele Gebäude gestreamlined worden sind in 2 Jahren und, was noch viel krasser ist, wie viele Ressourcenarten weggestrichen wurden. Ich kann euch sagen, ich bin an einer Stelle echt mit Tränen Montag war es, am PC gehockt, wo ich das zusammengeschrieben habe. Das darf doch nicht wahr sein. So viel haben sie weggestrichen. Wow. Seid da mal gespannt. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Video und ein sehr schlechtes für Ubisoft. Tatsächlich. Ich kauf doch gar nichts ein. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. So. Ich kann... Ich sollte... Was fehlt euch? Eine Schenke. Ich kann euch die Erlaubnis zur Fortsetzung der Bauarbeiten zurzeit nicht gewähren. Ich weiß. Eure Wohltätigkeit wird euch einen Platz im Himmelreich sichern. Danke, Hildegard. Wie auch immer die Alte auf sowas kommt. Vielleicht sollte ich... Ich weiß nicht. In ihn hier investieren. Warum fehlt da eine Straße? In ihn hier investieren. Und dann sollte ich... Ey, es darf niemals Schenken ausgehen. Hier müsste ich nur eins Haus wegreißen. Ich muss hier. So.
Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. So ist es recht. Lol, mein Geld. Es hat bedenklich abgenommen. So. Ey, Adlige, hier, Steuern, so, ne? Oh, nee, 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 nee. Ja, nicht ganz so hoch. Der Rat der Zehn erwartet ergibt. Wer? Ihr seid tatsächlich zurück. Ja, los. Einfach köstlich. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Jetzt habe ich wieder bloß 1000. Hildegard ist eine Abtessin. Was ist denn eine Abtessin? Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Oder hast du dich verschrieben? Abtessin. Sie ist halt eine Ordensschwester. Das sind wahrlich goldene Zeiten. Abtessin. Findet ihr nicht? Abtessin. Baptissin? Ja, ist auch egal. Chefin von einer Abtei. Ist das katholisch vielleicht? Das sagt mir echt gar nichts. Mein Bruder. Sie ist mich euch. Sie ist ein Mönch. Komm, bring mal hier zu der wunderbaren Duftinsel 21. Reichen 21? Ja. Sie ist Chefin vom Kloster. Alles klar. Ist doch einfach. Ihre Wasservorräte werden knapp. Nein, Nonne wäre zu einfach. Parfüm! 1 Tonne! Ich muss... Wo kommt denn jetzt das fucking Badehaus her? Kein Wunder, dass ich kein Geld habe. Ich muss auch mich ein bisschen um die, ne? Man muss es immer ausgewogen machen. Naja, jetzt gibt es ja gleich 1 Tonne mehr Parfüm. So. Vielleicht. Wer das fällt quer vielleicht? Na, spielt wahrscheinlich keine Rolle. So. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte mal was gucken Richtung Badehaus, ne? Hier. 25 Mosaik. Mein Gott, warum habe ich die Wege gebaut? Ich kann es anklicken? Nee. Also dafür müsste ich dann schon einmal, weil jetzt die hier oben versorgen möchten. Shit, ey.
Das ist ja mal eine richtig dämliche Größe. Hier müsste ich mal nur drei opfern. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Was geht da rein? Hier würde ich die erste setzen. Wenn wir mal irgendwie wieder Mosaik kriegen. Okay. Ich will Urs überhaupt. Ah, das passt. Okay. Brot. Produziert ihr eigentlich noch den Überschuss an Getreide, so wie das geplant war? Also nicht hier. Ach, Indigo ist jetzt voll. Jetzt. Kann ich mir Gedanken über eine zweite Druckpresse machen? Oder eine dritte? Dritte. Bitte lasst uns bleiben. Können doch nirgendwo anders hin. Nee. Als wäre unser Los. Also ja, ich nehme aber gerade mal die Kohle mit. Es tut mir leid. Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Ja, beim nächsten Mal dürfte er wieder kommen. Denn ich weiß, ich habe gelernt. Danke. Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber ich muss Battle aufnehmen. Sonst krieg ich die Adligen am Ende nicht in Summe zusammen. Feuer wütet in ihrer Siedlung. Was ist das Falsche? Das will ich doch gar nicht. Druckpresse. Ein ganz und gar Druckerei. Ehrenhaftes Geschäft. So. Wo brennt's? Wo sind meine Feuerwehren? Ah, die Schenke, die löscht auch, aber die löscht was anderes. Zimmermann, wie sieht denn die Feuerwehr aus? Ups. Na, das hätte auch schon früher brennen können. Ein Schiff hat die Region wohlbehalten verlassen. Prima. Ich suche eine Feuerwehr hier. Ja. Gut. Gut. Ist das hier drüben auch so scheiße? Nee, besser. Und Medikus technisch? Er steht daneben. Wollt ihr nicht mal ein bisschen einziehen wieder? Minus 700. Fuck! Der Mike, okay. Hallo Big Alfie. Ja, ich spiele auch lieber 1404, aber auch Nostalgie-mäßig. Da habe ich auch eine Bindung zu Anno 1800, habe ich noch so eigentlich so gar nichts. So. Diese Insel hier braucht jetzt wieder. Allem Werkzeug. Das ist kein Problem. Haben wir jede Menge. Könnte man eigentlich auch verkaufen. Und das machen wir mal. Was haben wir denn überhaupt? Waffen verkaufen wir, Seile? Was
haben wir denn noch so? Kohle. Eisen. Hey, Pelzmäntel. Glas. Ja, so, mach mal. So. Nicht so cool, wie ich gedacht hätte. Ein fairer Handel. So. So ist es recht. So. Schneller bauen, schneller. Nein, nein. Gemütlicher. Also, mit der History Edition kann man ja auch wunderbar an... Wie viel gehen hier eigentlich im Multiplayer? Ich glaube, 8 Spieler, ne? Die gehen auch 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2, also 4. Man hat ja die 4 Fraktionen, aber die kann man auch zu viert oder zu zweit spielen, meine ich, Koop. Es tut mir leid, aber es würde auch schon kann im Augenblick nicht fortgesetzt werden. Action geben in Anno 1404, aber ich, Multiplayer wird wahrscheinlich in meinem Fall keinen Sinn machen. Ich kann ja echt gar nichts. Gerade militärisch. Ich habe noch nie Militär gebaut in dem Spiel. Apropos. Ich wollte mal einen großen Hafen bauen. Aber der kostet mich ja dann auch wieder Geld, ne? Ich verstehe auch gerade gar nicht, warum ich so krass ins Minus gerutscht bin. Aber vielleicht sollte ich mal gucken, dass es euch hier besser geht. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Ja, 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 hier wollte ich es hinbauen. Tschüss. So, dann seid doch ihr jetzt. Zumindest ein paar von euch. Ja, das Parfüm ist natürlich bitter. Oh, immerhin 60% jetzt. Also brauchst du 3 Felder. Um zu funktionieren. Dämlich gebaut.
heißt denn mit dem Bankrott flirten? Also so schlecht geht's mir auch nicht. Ich könnte überall die Steuern hochsetzen, wenn es jetzt krass um Kohle gehen würde. Das mache ich ja gar nicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Kriegt man da nicht noch irgendwo einen Handwerker rein? Das muss doch möglich sein. So am besten. Und ihr hier drüben habt keine große Kirche. Da müsste ich jetzt hier die Produktion mal wegknallen. Was macht ihr hier überhaupt? Das brauche ich doch alles gar nicht. Und den Most. Ach, das ist uralt, was hier steht. Aufsteigen. Ja, schon hier. Ja, Rip. Irgendwo hatte ich schon einen, genau hier. Ein Schuldturm. Der Rat der Zehn dankt. Gott segne euch für alles, was ihr für diese Stadt tut. So, das müsst ihr jetzt wieder ein paar Adelige geben. Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? 3000 haben wir bald. Wir brauchen mal 3,5. Richtig? Beendet die Blockade und liefern sie den Beweis. Ihr werdet euch gedulden müssen, bis die nötigen Voraussetzungen gegeben sind. So, erstmal hier einsammeln. Das müssen wir noch abgeben und du willst Blockade. Okay. Fahr erstmal hier hin. Scheiße. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Auch das noch. Ja, da müssen wir ja sofort reagieren. Oh, leck. Immer noch keine Steine.
heißt, ihr baut euch auf. Okay. Du hast ja jetzt super duper neue Kanonen. Erhöht Schaden 30%. Das was bringt. Spiel gespeichert. Nee, komm, fahr erst hier hin. Wenn ich sie zu den Kanonen locke? Hm. Scheiß auf die Aufgabe, ich mach das nicht. Wenn ich mal endlich eine große Werft bauen könnte, was wolltest du eigentlich noch haben? Und wir teilen brüderlich. Was willst du denn? Genau! Ey, nee, ich hab keine Fässer, sorry. Die brauche ich alle. Ja, allerdings. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Boah, das ist so uncool. Könnten hier auch an den Türmen richtig Probleme machen. So, jetzt nehme ich euch die Aufstiegsrechte mal weg. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Noch mehr Gewürze. Irgendwo Superkanonen oder sowas? 10%. Ja, Superkanonen. Au! Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ihr seid tatsächlich zurückgekehrt. Das Ergebnis entspricht ganz euren Fähigkeiten. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Weil? Okay, alles klar, weil du voll bist. Ihre Schiffe wird angegriffen. Ja, es nervt. Einstein. Komm schon. Kein Platz dafür. Liegt's nur an Ressourcen? Erzeugt Hafenbereich. Benötigt Küste. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Steine. Muss auch an der Küste errichtet werden, okay. Jetzt reicht es nicht mal mehr für eine Steinstraße. Großes Kriegsschiff. Bau bitte gleich zwei. Produziere keine Kanonen mehr, ne? Schon länger nicht mehr. Die könnte man mal wieder anwerfen. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Die trennen sich auch nicht. Bleib da. Oh oh. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ja, komm. Hier oben. Okay, wir haben getroffen. Komm, Kriegsschiff, auf jetzt! Ich hab das Holz, ich hab das Eisen, Baukanonen. Du bist ein wahrer Freund. Yeah. Du bist mein großes Vorbild. Weißt du das? Was geht denn da eigentlich noch? Großes Handelsschiff? Große Kaufmannskoke. Wie spricht man eigentlich Koke aus? Heißt das schon Kaufmannskoke, oder? Kann nicht gebaut werden. Venezianische Schiffbaukunst fehlt, okay. Kocke? Kocke? Gügge? Kocke? Koge? 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 Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Jetzt reicht's. Spoiler mal, in den Siedler-News am Sonntag spreche ich das Wort auch falsch aus. Deswegen jetzt nochmal die dumme Frage gerade von mir. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Nein! Caffrina! Immer auf Caffrina! Das gibt's doch nicht! Eines ihrer Schiffe wird angegriffen.
Sie hat es aber überlebt dieses Mal. Ihre Schiffe haben die Blockade erfolgreich beendet. Pui. Ihre Wasservorräte werden knapp. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag geben? Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen. Eisenbeschlagener Vollharnisch. Fürsorglich von euch. Lukrativ in jeglicher Hinsicht. Okay, brauche ich nicht. Ich helfe euch gerne aus. So, auf jeden Fall müssen wir dann Schiff benennen. Weite Reise ist ja gar nicht mal so schlecht. Oder Weiße Rose, habe ich eigentlich gerade gelesen. Aber dann nennen wir doch dieses Schiff hier mal Niki Barbaro. So, haben wir benannt. Und das andere Kriegsschiff ist ja dann eindeutig, ne, hier, ne, Big Alfie. So. Ach komm, Kefina, schlepp dich in die Werft. Kannst du das überhaupt noch abladen? Nee, ne? Hm, egal. Repariert euch mal noch gediegen. Für den nächsten Einsatz. So. Wo ist mein Flaggschiff hier? Leinkutten gehen wieder runter. Heißt das, ich habe das Hanf verbraucht? Ja, okay. Blöd. Da geht aber einer hin. So, wie viele Felder brauchen wir? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wie wäre es, wenn ich zu Ehren deiner prächtigen Siedlung ein Lied anstimme? La 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 la. Live? Schnauze. So. Sollte das Problem auch wieder lösen. Und dann die anderen Klamotten, ne? Die werden aus Schwein und Salz gemacht. Und das geht auf dieser Insel nicht mehr. Pelze läuft super. Wo haben wir denn noch einen Fluss? Haben wir hier einen Fluss? Ja, den brauche ich aber für... Ist dein Problem? Indigo. Aber minus 1000. Die Brunnen an der Noria sind leer. Okay,
Okay, wir haben noch Gold, aber nicht mehr lange, wenn es so weitergeht. Adlige 2900. Wir nähern uns immerhin schon mal den 3000. Was ist hier los? Kirche. Ja, hör doch auf. Naja, 10% Verlust hat man immer. Das Brotthema passt auch nicht an. Aber auf Klamotten muss ich dann mal irgendwie reagieren. Haben wir hier einen Fluss? Nie. Wir hätten nur noch hier. Und du bringst Mike? Du bringst Indigo. Wir hätten hier aber auch eine Sohle vorkommen, ne? Das reicht ja papiertechnisch, da reicht ja einer. Und da wäre auch noch ein Slot. Benedikt Salz und Tier heute. Geht hier auch eine Kohlemine? Die Brunnen einer Noria leeren sich. Das nicht. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Was will denn der jetzt wieder von mir? Schiffe versenken, Flotte, kein Problem. Nur eins. Ah ja, okay. So. Ich hatte ja hier auch keine Kohle. Das können wir ja auch anders lösen. Ihr werdet wieder von mir hören. 16.000. Gut gekauft, danke. Die Pasta, ja, sogar rein. Und jetzt... Eine Köhlerei, die verbinden wir dann am besten. Oder bauen wir gleich zwei? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine hier drüben. Mit Brücke. Oder zwei. So, dann haben wir hier auch Kohle. Das abzufangende Schiff wurde versenkt. So, jetzt bräuchte man noch Fleisch, auch das noch. Und die braucht wie viele Felder? 4. Und wie sahen die aus? So.
Und wie viele brauche ich? Ein, zwei. Weiß das zufällig jemand auswendig? Falls noch jemand da ist. Ein Gewitter bedroht ihre Stadt. Ich fürchte zwei. Was soll denn das Gewitter jetzt hier? Und warum gehen die Gebäude kaputt davon? Zwei Farben, danke. Feuer wütet in ihrer Siedlung. Feuerwehr. Keine Waren mehr her. Feuerwehr. Geht nicht. Kein Holz. Produziere ich hier Holz? Ja, schon. Mach. Wohl abbrennen, ne? Es regnet doch! Und eine Saline kann zwei Gerbereien beliefern. Okay. Da kommt Holz. Da kam ein Holz. Ja, RIP, ne? Ciao, ne? Findest du noch mal hier ein paar Schweine? Richtig gut Kotelett, ne? Oh Scheiße, hier läuft die Zeit davon. Produktion kommt zum Erliegen. Möge dich der Blitz beim Scheißen treffen. Schnell, bevor das Gebäude weg ist. Hol ab! Hol ab! Fuck! Was machen eigentlich... Ach so, ich verbrauche hier auch Holz, ne? Jetzt. Irgendwo. Ja, der Papiermacher, den hätte ich vielleicht anhalten sollen. Kurz mal... Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser.
Nein, der Pangrott rückt nicht näher. Ich habe ja gar keine Steuern. So. Hätten wir das, dann müssen wir wieder... Ein Holz. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Baubereich ist blockiert. Warum? Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten... So. Gut. Jetzt noch ein Handwerker oder was? Also die 3000 Adligen habe ich heute leider nicht mehr geschafft. Aber ist besser geworden. Wow, ey, wie lange man braucht. Ich kann euch die Erlaubnis zur Fortsetzung der Bauarbeiten zur Zeit. Ich hab's gemerkt, ja. Was fehlt hier? Gewürze. Das Gewitter ist vorüber. Lol. Das war echt GG, das Gewitter. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wehr dich nicht, sonst tut es wirklich weh. Jetzt sehe ich gerade, die Feuerwehr würde ja gar nicht hier hinkommen, ne? So wie das gebaut ist. Ja gut, dann würde ich halt im Notfall... Ja, Hassan... Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Prima, Hassan. So. Dann hätten wir hier, das machen wir jetzt noch kurz, welche... Ups, da wollen wir nicht hin. Welche Route fährt von hier ab? Beim Henny. Ranzigen, welche... Das müsste die Bücherroute sein. Genau, und du lädst jetzt hier noch... Dann Leder ein. So, dann haben wir das auch optimiert. Geht's doch euch eigentlich ganz gut. Das nächste Mal schauen wir uns dann wieder Bücher an. Aber Indigo ist ja auch, Die Details bleiben besser unter uns. Puh. Alle Achtung, sie spielen bereits 2 Stunden am Stück. Das ist mein Stichwort, weil ich höre jetzt auch auf. So. Boom. Speichern.